China ist eine tickende Zeitbombe, das hat gestern US-Präsident Biden gesagt. Und auch wenn der gute alte Mann ein paar Fakten durcheinander gebracht hat, ein paar Zahlen falsch wiedergegeben hat, so hat er doch in der Sache recht. Denn was hat den Aufstieg Chinas, was hat vor allem diesen immens schnellen Aufstieg Chinas überhaupt ermöglicht? Das war der Immobilienmarkt. Die Immobilienpreise sind immer weiter gestiegen. Dadurch würden die Chinesen, die ja praktisch Immobilien als den mehr oder weniger einzigen Wertspeicher haben, immer reicher auf dem Papier. Das konnte den Konsum dann letztendlich maßgeblich anheizen und das alles ging so lange gut, bis es nicht mehr gut ging, vor allem bis Corona, denn dann stagnierte oder fielen die Preise für Immobilien. Damit wurde der Wertspeicher nicht mehr wert. Dadurch kommt der Konsum in Stocken, ist die Nachfrage schwach und gleichzeitig hast du einen Staatspräsident, der im Prinzip einen alten Sozialismus fährt, Staatskonzerne begünstigt, die freie Wirtschaft eher drosselt und dann kannst du eben kein Wirtschaftswachstum, das sich nachhaltig entwickelt, mehr erzeugen. Und so kommt eine ziemlich giftige Mischung zusammen, eine schrumpfende, rapide alternde Bevölkerung, die sozusagen auf einer gigantischen Blase sitzt, diese Blase nur durch Staatsinterventionen vor dem Platzen bewahren kann und auf der anderen Seite sozusagen einen Sozialismus aus dem 20. Jahrhundert wieder einführt, der so oder so nicht funktionieren kann. Die Folgen sind das, was wir hier sehen und das wird uns alle noch sehr, sehr schwer beschäftigen. Biden hat gestern das bei einem Fundraising-Event, also wo er Gelder aufgenommen hat für seine Präsidentschaftskampagne, gesagt und so ein paar Sachen durcheinander gebracht, sachlich, wo er sagte, ja, es gibt jetzt schon mehr Rentner als Arbeitende oder das wird in kürzer Zeit der Fall sein. Das stimmt nicht, aber es sind viele Punkte absolut richtig, die er hier anspricht und er sagt, ja, jetzt hast du sozusagen natürlich Druck auf die kommunistische Partei und wenn die Wirtschaft nicht läuft, das ist ja der Preis, den die Chinesen zahlen, wirtschaftlichen Wohlstand für den Entzug politischer Freiheit, kann man sagen. Und dann kriegen diese Guys von der kommunistischen Partei natürlich schlechte Laune, werden latent aggressiv. Das hat er, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, was da mental auch passiert. China und vor allem Peking ist sehr, sehr nervös. Das erleben wir in so vielen Punkten. Und wir wollen uns ein paar Dinge mal anschauen. Hier zum Beispiel aktuell Country Garden, das ist im Grunde Evergrande hoch 4, denn man hat vierfach so eine so hohe Zahl an Projekten, Immobilienprojekten. Und das Unternehmen ist in massiven Schwierigkeiten, die Aktie heute wieder massiv unter Druck. Rechts sehen wir mal die Bonds des Unternehmens, also die Anleihen, die sind jetzt im Grunde nur noch 10 Cent um und bei den Dollar wert. Das heißt, die haben 90% ihres Wertes verloren. Die Aktie ist jetzt ein Penny Stock in Hongkong. Nämlich unter die Marke von 1 gefallen. Jetzt will man einen Restrukturierungsplan machen. Man hatte Zinszahlungen nicht leisten können für einige Anleihegläubiger. Das heißt, man hat Anleihen rausgegeben und kann die Zinsen nicht mal zahlen, geschweige denn eben die Anleihe dann komplett bedienen. Diese junge Dame, die Sie hier sehen, ist Chinas reichste Frau, deren Vermögen allerdings deutlich geschrumpft ist. Die hatte mal 50 Milliarden, jetzt ist sie nur noch 3,3 Milliarden Dollar schwer. Ihr Vater hatte das Unternehmen gegründet, sich dann zurückgezogen. Jetzt ist sie die Chefin und das Problem von Country Garden ist, die sind vorwiegend in kleineren Städten, in Anführungszeichen kleineren Städten unterwegs. 60% der Projekte sind in Tier 2 oder Tier 3 Städten. Das sind ja so Abstufungen. Tier 1 ist Shanghai, Peking, Guangzhou und so diese Megastädte. Das sind die Städte Tier 2 und 3, wo eben die Immobilienpreise noch schlechter aussehen, deutlich schlechter aussehen als in Shanghai oder Peking. Und das große Problem ist ja im Immobilienmarkt, dass die Bevölkerung jetzt bereits schrumpft und sie wird so rapide altern wie kaum eine andere Bevölkerung. Im Jahr 2100, so Prognosen, dürfte Chinas Bevölkerung sich in etwa dritteln, also so um und bei 400 Millionen Menschen liegen. Aber jetzt hast du natürlich teilweise Immobilien gebaut für über eine Milliarde. Das heißt, du wirst ein Problem haben mit der Belegung der Immobilien tendenziell. Jetzt hat Country Garden, dieser Immobilienentwickler, der dürfte einen Verlust von so um und bei 50 Milliarden Dollar haben. Das ist viel, viel mehr als jetzt eben vorher gedacht war. Und hier sehen wir, wie das Ganze nach unten geht oder wie dieses Unternehmen sozusagen die Speerspitze dessen ist, was eigentlich die Probleme sind. Und wir sehen Property Sales, also
Immobilienverkäufe in den 30 großen Städten in China sind seit Anfang August 12,3% gefallen zum Vormonat und 30,6% zum Vorjahresmonat. Deswegen wollen jetzt die Superstädte, die Megastädte, die Top-Tier-Cities, also Shanghai, Peking und so weiter, die wollen jetzt überlegen, was sie machen können, um das Ganze wieder anzukurbeln. Man will dann Restriktionen irgendwie weglassen für Zweitkäufer und solche Geschichten. Das bringt alles nichts. Die Nachfrage ist nicht mehr da. Das sehen wir unter anderem rechts hier, dass die Mobile Phone Shipments 20,9% rückläufig sind zum Vorjahresmonat. Und im Vorjahresmonat war noch viel Lockdown in China. Das darf man ja nicht vergessen. Also da ist ein Nachfrageproblem, da ist eine strukturelle Schwäche, die durch eine katastrophale Politik von Xi Jinping, die auf Staat und nicht auf Privatwirtschaft setzt, weiter verschärft. Hier sehen wir mal diese Demografiebombe, hier sehen wir unten die Immobilienpreise, die sind jetzt seit Corona oder sind vor allem im kompletten Jahr 2022 gefallen, auch 2021. Jetzt hat man dann eine leichte Erholung gesehen, die jetzt allerdings wieder nach unten geht, und chinesische Immobilien sind die größte Assetklasse der Welt, das darf man nicht vergessen. Bringen deutlich mehr auf die Waage als etwa amerikanische Immobilien, die bringen 34 Billionen Dollar auf die Waage. Die Immobilien in China sind mal so zwischen 50 und 62 Billionen, je nachdem, ob man Inventories mit dazu rechnet, wert. Also das ist das Asset schlechthin, und das ist eben auch für viele Chinesen extrem wichtig, was die Immobilienpreise machen, denn ihre Zahlung, ihre Rückzahlung für Kredite ist gekoppelt an den Immobilienpreis, an den Wertigkeit der Sicherheit, die sie haben, nämlich ihrer gekauften Immobilie. Und die Politik jedenfalls, die wir unter Xi Jinping sehen, führt dazu, dass ausländische Investoren ihr Kapital abziehen. Hier sehen wir, das passiert im Grunde schon seit gut einem Jahr, seit den 4 Quartalen. Warum? Weil man eben merkte, da ist kein gutes Klima für Investments. Da hast du eben diese Staatswirtschaft. Es ist extrem kompliziert, zum Beispiel nach China einzureisen für Geschäftsleute. Das alles führt dazu, dass da so eine gewisse Entkoppelung ist, die natürlich auch von den Amerikanern gewollt ist, hier mit diesen Chip-Restriktionen und so weiter und so fort. Und hier sehen wir das zweite große Problem, die exzessive Verschuldung vor allem der Provinzen, die über sogenannte LGFVs, das sind so außerbilanzielle Vehikel, um es mal zu umschreiben. Faktisch sind das riesige Schuldenbomben außerhalb der Bilanz. Jetzt dürfen diese Provinzen, die schon extrem hoch verschuldet sind und hohe Zinsen zahlen müssen, weil sie eben so verschuldet sind und ihre fiskalische Position sich verschlechtert, weil eben die Landverkäufe abnehmen. Das war eine zentrale Einnahme für die verschiedenen Provinzen. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt da diesen Provinzen erlaubt wird, neue Schulden aufzunehmen, um die außerbilanziellen Schulden bedienen zu können. Also die Schuldenspirale soll sich weiter drehen. Aber da sind die Chinesen ja nicht alleine, sondern die zweite Weltmacht, die Weltmacht schlechthin, die USA, die sind da ganz ähnlich unterwegs. Im Jahr 2000 betrug die Verschuldung zum BIP so um und bei 50%. Jetzt sind wir bei etwa 120%, 130% in den USA. Das war 2021. Das Ganze hat sich ja zuletzt vor allem dramatisch radikalisiert. Nach Aufhebung der Schuldenobergrenze kommt ein ganzer Tsunami an Schulden auf uns zu durch Anleihen, die emittiert werden. Und hier sehen wir mal, ich hatte diese Grafiken schon öfter gezeigt, aber sie sind sprechend, die Schulden gehen massiv nach oben. Zinszahlungen alleine 1 Billion in diesem Jahr. Die USA so verschuldet zum BIP wie nur seit dem Zweiten Weltkrieg. Unter Corona war es noch ein bisschen krasser. Zinszahlungen fressen 3,6% des BIPs schon derzeit auf. Und dementsprechend waren die Märkte so ein bisschen nervös angesichts dieser Schuldenflut, die über Anleihen finanziert wird. Jetzt sehen wir, gab es ja Auktionen von Anleihen in dieser Woche, die bisher relativ gut gelaufen war. Vorgestern eine 10-jährige US-Staatsanleihe, die man emittiert hat, gute Nachfrage. Aber gestern dann die Emission einer 30-jährigen Anleihe. Da war der High Yield, also das, was die Investoren da verlangten, 4,1%.
1,89%. Das ist der höchste Wert seit Juli 2011. Also es wird immer teurer, sich so zu verschulden. Dementsprechend sind dann, als die Nachfrage so schwach war und die Rendite so hoch war für diese Auktion, sind die Anleiherenditen massiv nach oben gegangen. Wir sehen hier die 10-Jährige etwa bei 4,11%. Da ist man mal eben 10 Basispunkte nach oben. Auch die 30-Jährige natürlich die Rendite nach oben gegangen. Und das war einer der Faktoren, warum die Rallye dann ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Aber schauen wir uns zunächst mal an. Gestern gab es ja diese Verbraucherpreise, die zum Vorjahresmonat sowohl in der Headline als auch in der Kernrate so ein bisschen niedriger waren. Aber es ist wohl so, dass die Inflation jetzt nach oben geht. Da waren so ein paar Dinge drin, die ein bisschen merkwürdig waren. Zum Beispiel Airfares, also praktisch Flugtickets, 8% billiger. Diejenigen, die in Amerika fliegen, die können das nicht bestätigen, dass es da billiger geworden ist. Energie soll nur 0,1% teurer geworden sein im Juli. Hey, guckt auf die Tankstellenpreise in den USA. Die schießen nach oben, die Ölpreise sind nach oben geschossen. Nicht so ganz glaubhaft, however, Schwamm drüber. Wir haben dann als zweiten Grund, warum die Rallye Probleme hatte, Daily von der San Francisco Fed, die gesagt hat, also wir müssen noch mehr tun in Sachen Inflation, ergo die Zinsen noch weiter anheben und wir sind noch lange nicht am Ziel, haben noch lange nicht gewonnen. Dann sehen wir hier dieses Reversal gestern beim Nasdaq mit diesem Sprint nach oben. Einer der Gründe, ich hatte das gestern schon gesagt, waren Optionen. Die Leute kaufen keine Calls mehr, sondern sie kaufen jetzt vorwiegend Puts. Privatinvestoren, institutionelle Investoren, diese Zero-DTE-Optionen, also diese Optionen, die am selben Tag verfallen. Hier sehen wir mal die meistgehandelten Optionen auf QQQ, also das Nasdaq ETF, und die ersten fünf, das Volumen in den ersten fünf sind alles Puts, vor allem hier eben ein Putz mit dem Strike 369. Also wir sehen, das sind DTE, das sind alles Zero DTEs, das heißt, die am gestrigen Tag noch verfallen sind. Die halten also dagegen jetzt die Trader, was vorher noch, hier sehen wir das links mal in dieser Grafik, in diese Rallye hinein wurden diese Zero DTE Puts hier gekauft, also man hat dagegen gewettet und hat dann offenkundig dazu auch gewonnen, weil die Market Maker dann sich abgehatcht haben, selber das Underlying verkauft haben. Wir sehen auf der anderen Seite hier rechts, wenn Sie mal gucken, dass jetzt plötzlich das Put-Call-Ratio sich komplett gedreht hat. Vorher hatte keiner Bedürfnis nach Absicherung. Booms, jetzt geht das nach oben. Man fürchtet, wenn es weiter nach unten geht, keiner ist abgehatcht. Dementsprechend sehen wir eine massive Zunahme von Puts. Dann kann es ja erstmal wieder nach oben gehen, damit die wieder praktisch wertlos werden, wie auch immer. Wichtig heute nach den Inflationsdaten, gestern heute die Erzeugerpreise, die dürften wieder ansteigen zum Vormonat. Wir waren manchmal ja sogar negativ, wir sehen, das ging konstant nach unten. Erzeugerpreise wichtig, weil Pipeline-Inflation, also praktisch ein Frühindikator für Inflation. Insgesamt sehen wir jetzt weiteren Zulauf in Geldmarktfonds. 14 Milliarden sind da wieder jetzt in der letzten Woche reingeflossen, sodass wir jetzt bei 5,53 Billionen Dollar sind. Und hier sehen wir, Geldmarktfonds gehen nach oben, weil da kriegst du über 5% Zinsen, während die Bankdeposits, also die Einlagen bei Banken, tendenziell nach unten gehen, auch wenn die Fed sich Mühe gibt, über Seasonal Adjusted und so weiter diese Tatsache so ein bisschen zu verdrehen. Und hier sehen wir mal, wie sozusagen stagflationäre Perioden, und ich denke, wir sind in einer stagflationären Periode, wo also das Wachstum deutlich abnimmt, aber die Inflation strukturell hoch bleibt. Hier hat Octavio Costa mal einen Chart aus den 70ern und der konnte zeigen, dass wenn die Inflation steigt, dann fallen die Aktien, wenn die Inflation fällt, dann steigen die Aktien. Und hier sagt er, gibt es einen großen Unterschied zur Finanzkrise und zum Platzen der Dotcom-Blase, denn damals wurden die Zinsen schnell gesenkt. Das wird die Fed wahrscheinlich, außer die Inflation fällt wirklich ungespitzt in den Boden, was sich nicht abzeichnet erstmal, das wird diesmal nicht passieren. Und wir haben ja diese Divergenz zwischen fallenden Anleihekursen, hier TLT, länger laufendes Anleihen-ETF oder ETF für länger laufende Anleihen, und dem Nasdaq. Die Renditen sind also gestiegen, die Anleihekurse sind gefallen und normalerweise verhält sich der Nasdaq wie TLT, also fallen die Kurse
Beim TLT fallen die Anleihekurse, fällt auch der Nasdaq und andersrum, weil die Renditen steigern. Sie verstehen, was ich meine, ist diesmal nicht passiert. Und wie das passiert hier, nämlich dass die Inflation jetzt wieder in Richtung 6% geht. Wir werden sehen, Energiepreise sind hier ein Faktor, Mieten sind natürlich ein Faktor, aber das darf nicht passieren für die Märkte. Und hier sehen wir mal, was da eigentlich jetzt los ist mit den Bewertungen. Eine Apple, die im Kurs immer weiter gestiegen ist, obwohl die fundamentale Situation für das Unternehmen sich eher verschlechtert hat, sodass wir ein Price-Earnings-Ratio von 30 haben. Im 10-jährigen Durchschnitt sind wir bei 20. Also in jeder Hinsicht teuer. Und dann hat das Unternehmen Zahlen vorgelegt, die eigentlich das widerspiegeln, was ohnehin zu erwarten war, was man aus anderen Daten ableiten konnte. Und bums, plötzlich knallt die Aktie nach unten, hat ja keiner wissen können, nicht wahr? Also der Markt hat immer recht, ja, ja, bis er Unrecht hat. Das sehen wir auch beim S&P 500. Sehen wir schon ein bisschen im kurzen Zeitfenster überverkauft. Sind jetzt einer wichtigen Unterstützung in diesem Trendkanal, der hier mittig verläuft. Also durchaus mal eine Erholung drin. Beim Nasdaq sehen wir, der hat seinen Trendkanal seit dem März, also die Rallye seit März, da ist er schon drunter gefallen. Vielleicht potenziell eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Aber hier muss er langsam halten, sonst droht ein bisschen Ungemach, was die Tech-Werte betrifft. Drei Empfehlungen zum Abschluss. Das, was Joe Biden gesagt hat, was hat er eigentlich genau gesagt? Das sehen Sie in diesem Artikel. Probleme in China, tickende Zeit. Bombe. Aus meiner Sicht hat er in der Sache übergeordnet komplett recht. Ausländische Investoren ziehen Kapital ab. Warum, wieso, weshalb? Lesen Sie in diesem zweiten Artikel. Und der dritte Artikel, warum ist eigentlich China in die Deflation gerutscht? Wo sind die Probleme des Landes? Hier mal ein kleiner Überblick in diesem dritten Artikel. 14:30 die Erzeugerpreise, meine Damen und Herren. Reinschauen bei Finanzmarktwelt. Marktgeflüster heute in Ticken früher. Ich muss dann übers Wochenende entfleuchten. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.